Kann ich helfen? Wir kennen uns da, oder? Weiß ich nicht. Kann jemand Ausweis sehen? Wir machen jetzt erstmal die Identitätsverstellung. Eine bessere Integration gibt es nicht. Kommen Sie mal hier. Wir sind Els Nazi und ich bin Türke. Wir haben ja eine kleine, sehr agile, gefährliche, weil gewalttätige Neonazi-Szene. Hier in der Emscher Straße in Dortmund-Dorstfeld gibt es ein Problem. Und das sieht so aus. Ich habe meine Dreharbeiten vorher bei der Polizei angemeldet. Wäre besser, wurde mir gesagt. Man hat schon ein bisschen Schiss, da hinzufahren, ehrlich gesagt. Also man wurde jetzt mehrmals darauf hingewiesen, dass es Stress geben wird. Und man merkt schon, dass man irgendwie ein ungutes Gefühl hat und dass man auch ein bisschen paranoid wird. Hier rund um die Emscher Straße wohnen ca. 25 Rechtsextremisten. Die versuchen hier, ihren kleinen Kiez zu reklamieren. Und dafür tun sie eine ganze Menge. Sie markieren ihr Revier, bedrohen Passanten und Anwohner, greifen Polizisten an, versuchen Journalisten einzuschüchtern. Hier sind unter anderem auch die Lagerräume für einen rechtsextremen Online-Shop. Die Gruppe kann bis zu 70 gewaltbereite Leute in kürzester Zeit zusammentrommeln. Das ist Peter Bandermann. Er ist Journalist, recherchiert seit Jahren zum Thema Rechtsextremismus in Dortmund. Aufgrund seiner Arbeit wurde er mehrfach bedroht. Was meinen Sie denn, was uns jetzt erwartet, wenn wir da mit Ihnen auftauchen? Naja, als Journalist kann es hier passieren, dass man von Neonazis umstellt wird, angegangen wird, bedroht wird. So wie es vielen anderen Personen hier in Unterdorstfeld auch passiert, die zu politischen Gegnern oder Volksverrätern erklärt worden sind. Seht ihr die beiden da hinten? Die folgen uns seit einer Weile. Irgendwann sind sie weg, aber beobachtet fühle ich mich die ganze Zeit. Dieses alte Haus ist das Braune Haus, Nazi-Wohngemeinschaft. Von dieser Anschrift aus wurden bereits Straftaten ausgeübt, auch geplant. Hier werden Demonstrationen vorbereitet. Und hier laufen die Fäden zusammen. Das ist ein Haus in einem Bezirk in Dortmund. Und mir kam das so vor, als ich meine Recherche angefangen habe, das ist ein Riesending irgendwie. Also das ist, sind wir da als Medien irgendwie ein bisschen schuld, dass wir die so groß gemacht haben? Oder war das unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen? Die Emscher Straße hat mediale Reichweite erlangt. Diese Nazi-Szene weiß, auf welche Knöpfe sie drücken muss, um bundesweit Aufmerksamkeit zu bekommen. Hat ja auch bei mir funktioniert. Wir können gerne einmal durchgehen, natürlich. Wirklich? Wir können frisch sein, natürlich. Aber es macht Ihnen auch ein bisschen Spaß, oder? Spaß definitiv nicht. Nein, das ist jetzt kein Ärgern, aber nein, auch nicht provozieren. Mir ist es wichtig, dass Sie als Nicht-Dortmunder Journalistin wissen, dass das hier keine No-Go-Area ist. Wir können hier durchgehen, wir können hier unsere Arbeit machen, unter besonderen Bedingungen, wie wir ja erleben. Die Polizei fährt hier durch mit einem Zivilfahrzeug, die Polizei steht auf dem Wilhelmsplatz und zeigt Präsenz. Das ist nicht normal für uns Journalisten, dass wir unsere Arbeit aufnehmen, auch im Schutze der Polizei. Aber ich will Ihnen zeigen, dass es möglich ist. Ist die Stadt da machtlos? Wenn ein Vermieter es duldet, dass auf seiner Fassade, wie hier, Nazi-Kiez steht, kann eine Stadt Dortmund nichts unternehmen. Das Wort Nazi ist nicht verboten, das Wort Kiez ist auch nicht verboten. Auch in der Kombination ist mit Nazi-Kiez nichts zu unternehmen. Das sehen Sie hier sehr gut. Also der Eigentümer könnte alles daran setzen, diese Farbspielereien wegmachen zu lassen. Aber wenn der Vermieter das nicht unternimmt, ist er entweder lustlos oder er steht voll dahinter. Ihr fragt euch bestimmt, warum die Nazis sich hier angesiedelt haben. Das liegt daran, dass der Vermieter ihnen in der Tat wohlgesonnen ist und sie einfach machen lässt. Die Nazis sind vorher schon oft rausgeflogen aus Mietshäusern. Keiner wollte sie da haben. Einmal hat auch die Stadt eingegriffen und ein Haus gekauft, damit sich die Nazis da erst gar nicht einnisten können. Würden Sie sagen, diese 25 Personen haben den Bezirk im Griff? Nein, den Begriff haben sie definitiv nicht im Griff, denn diese Szene findet keinen Anschluss an die Dorstfelder Zivilgesellschaft. Es würde ja bedeuten, wenn sie diesen Bezirk unter Dorstfeld im Griff hat, dass sich eine friedliche, demokratische Mehrheitsgesellschaft einer nationalsozialistisch gesonnenen Minderheit unterwirft. Und das ist hier in Dorstfeld mitnichten der Fall. Und die Anwohner? Wie finden die das denn? Ehrlich gesagt, ich habe nicht so viele gefunden, die mit mir vor der Kamera sprechen wollen. Irgendwie kann ich das aber auch verstehen. Immer das gleiche Thema und dazu das Risiko, bedroht zu werden. Aber filmst dich nicht, oder? Ist nicht okay? Dann nicht. Okay. Außer er hier. Wir verstehen uns gut mit denen, die verstehen uns gut mit uns.
die meinen, die müssen ihre Meinung vertreten, sollen ihre Meinung vertreten. Jeder hat das Recht, seine Meinung zu vertreten. Sollte nur nicht über die unter die Gürtellinie gehen. Wann wär's denn unter der Gürtellinie? Indem man die Ausländer angreift zum Beispiel, einfach angreift, ne? Oder beschmutzt, beleidigt oder hier irgendwelche Aufkleber auf den Läden drauf macht. Aber ich gebe den Jungs nur nicht mal die Schuld. Ich gebe der Polizei die Schuld. Echt? Die sitzen den ganzen Tag in den Autos, rauchen sich eine nach der anderen und machen gar nichts. Achtung, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Eine bessere Integration gibt es nicht, umso mal hier. Wir sind Els Nazi und ich bin Türke. Bei 2015 hat ein Kollege von mir, also der zusammen wohnt, ne, okay, eine Hauerei im Zug. Ne? Sollte ich auch nicht machen. Ja, aber ist doch egal. Er wollte zwei Pullis beschlagen. Da kommt man normalerweise mit drei Bullen, guckt ihm nach. Zieht euch das mal rein. Ein Türke und Siegfried Borchert mitten auf dem Wilhelmplatz scheinen beide vom gleichen Schlag zu sein. Zur Info, der Nazi wird auch SS-Sigi genannt, bekannt für seine Schlägertrupps, seit Jahrzehnten aktiv in der Szene. SS-Sigi wurde wegen Körperverletzung verurteilt, saß aber auch mal im Dortmunder Stadtrat, ganz demokratisch reingewählt. SS-Sigi hält sich oft hier auf, vielleicht wohnt er auch hier. So genau weiß man das nicht. Es ist unangenehm. Okay. So, weil viele Läden haben zugemacht, ne? Und deswegen sage ich. Aber warum unangenehm, wenn die doch ganz okay sind? Gut. Ich bin ja auch ein Ausländer, also ich halte mich ja auch dran, ne? Ja. Ich setze mich nicht einfach mitten auf die Straße und sage nicht, das ist meine Straße. Klebe ja auch nicht Bosporusstraße drauf oder was weiß ich für eine Straße drauf. Malenlich ist unser Kiez. Ich kann ja auch draufschreiben, das ist jetzt Klein Istanbul hier. Also ist schon uncool, was die machen. Das ist uncool. Das ist ja Fakt. Da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Das ist uncool. Okay. Deswegen die Polizei ist seit einigen Monaten rund um die Uhr in Dorstfeld und kontrolliert die Gegend. Aber die Rechtsextremen wissen genau, was sie dürfen und was nicht. Kim Ben Freigang ist Sprecher der Polizei Dortmund und seit 16 Jahren Polizist. Hi. Ich gehe mit den Herrschaften mal eben kurz die Jungs besuchen. Ja, schönen Tag. Auch sowas ist natürlich auch No-Go, ne? Ja, was denken Sie da, wenn Sie Bullen jagen und sowas lesen? Sie können es ja mal versuchen. Empfehlen würde ich es Ihnen nicht. Die ständige Provokation von den Nazis ist er mittlerweile gewöhnt. Die versuchen eben halt dadurch zu provozieren, zum Beispiel indem sie Demonstrationen anmelden. Dann tauchen da mal so Plakate auf, dass sie über unseren Feierabend bestimmen würden. Gut, das ist unser Job, das ist unsere Aufgabe. Ich sag mal so, ich kann mir natürlich was Schöneres vorstellen. Aber darin manifestiert sich tatsächlich auch ein Kern unserer Arbeit. Unter anderem, ja, also wirklich zu schützen, diesen Staat, seine Bürger vor genau solchen Sachen. Weil wie gesagt, es kann nicht sein, dass eine Handvoll Leute hier so einen Stadtteil versuchen, für sich einzunehmen. Also dieser Versuch muss letztendlich kläglich scheitern, nämlich auch unter anderem genau an unserer Arbeit, aber hoffentlich auch an den Bürgerinnen und Bürgern. Ich bin jetzt seit 2 Tagen in Dortmund-Dorstfeld. Mittlerweile ist das mulmige Gefühl gewichen. Die Neonazis haben uns auch weitestgehend in Ruhe gelassen, dachte ich. Wenn man dann tatsächlich irgendwie so einen schönen Bereich hier... Kann ich helfen? Ja, das ist ein Problem. Wir kennen uns da, oder? Weiß ich nicht. Kann jemand einen Ausweis sehen? Deswegen. Personenkontrolle. Das ist aber schade. Dann kommen wir mal mit. Wir machen jetzt erstmal die Identitätsfeststellung. Weil wenn wir keinen Ausweis dabei haben, möchte ich gerne wissen, wer Sie sind. Weil wenn Sie mich schon noch von hinten filmen wollen. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe den auch gar nicht bemerkt. Ich glaube, der hat Fotos von uns gemacht oder Videos. Und dann hat sich der Herr Freigang gleich umgedreht und hat den mitgenommen. Das ist jetzt eine typische Situation gewesen. Ich habe den gar nicht bemerkt. Ich kenne den Herrn aber. Und von daher. Das ist derjenige, der gerade auf dem Motorrad gesessen hat. Ah. Der ist uns nämlich schon vorher gefolgt. Und jetzt macht man hier gerade das typische Revierverhalten. Mhm. Habe ich mir schon gedacht, so dieses Fotos machen. Wahrscheinlich wird jetzt ein Foto von mir hochgeladen und geguckt. Genau, sowas zum Beispiel. Ja. Aber der ist ganz schön penetrant und folgt uns immer noch distanzlos, trotz Polizei. Dann stehe ich auf dem Platzverweis. Wir stehen doch im Platzverweis. Mittlerweile haben die Nazis auch Verstärkung angefordert. Und unser Nummernschild haben sie jetzt auch. Wo ist er? Direkt vor uns. Warte. Es verliert mit der Zeit, dass es ein Angstraum ist. Ich glaube, für viele Anwohner ist es sicherlich noch ein Angstraum. Aber ich hatte
das Gefühl, ich gewöhne mich daran und ich will denen das auch nicht zugestehen, dass die mir, egal ob als Bürgerin hier in Deutschland oder als Journalistin, dass man mir verbietet, in eine Straße zu gehen. Und dass man versucht, da in irgendeiner Art und Weise irgendeine befreite Zone sich klammheimlich aufzubauen. Mich hat das jetzt irgendwie nochmal bestätigt, dass man dahin muss, das zeigen muss. Ich glaube, man muss es nicht hypen und man muss es nicht größer machen, als es ist. Aber es gibt da nun mal ein paar Menschen, die versuchen, ihre Ideologie mit guten Publicity-Mitteln zu verbreiten.